Ich werde in letzter Zeit ziemlich häufig gefragt, hey Matthias, du sagst zwar immer, du sammelst keine Videospiele, aber stimmt das wirklich? Das wirkt nämlich irgendwie nicht so. Und das hat mich nicht losgelassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, bin ich vielleicht doch ein Sammler geworden? So, Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Matthias alias Yetiven und heute reden wir über das Sammeln von Videospielen. Und das passt eigentlich bei mir gar nicht rein, denn wer mich kennt, der weiß, ich sage immer wieder, und das schon seit Jahren, ich bin kein Sammler. Ich verkaufe meine Spiele und das ist sehr merkwürdig und das haben auch einige von euch mittlerweile mitbekommen und gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig. Ich habe die Milestone Collection ins Leben gerufen, eine eigene Variante zum Sammeln von Videospielen. Ich habe einen Partner mit RetroPlays, der von Videospielsammlern für Videospielsammler geeignet ist, wo man eigene Sammlungen verwalten kann, wo man Spiele verkaufen und kaufen kann. Und ich habe mittlerweile schon 7 Pickup-Videos hochgeladen, wo ich euch zeige, welche Spiele ich in der letzten Zeit gekauft habe. Also irgendwie, das passt doch irgendwie nicht mehr, oder? Also, und das ist euch aufgefallen. Ich wurde immer wieder darauf angesprochen. Und ja, ich muss zugeben, doch, ich kann mich nicht mehr selbst belügen. Da hat sich doch echt was getan. Und ich sag schon von vornherein, das Video ist hier weder durchdacht, noch habe ich strukturiert oder habe irgendwie recherchiert oder sowas. Ich habe jetzt einfach die Kamera angemacht und das Thema wollte ich einfach unbedingt mal ansprechen. Deswegen machen wir das einfach mal so, wirklich mal ins Blaue hinein. Ich würde sagen, fangen wir erstmal mit den Basics an, so wie wir es immer machen. Die Frage, die sich wahrscheinlich die meisten stellen, warum sammle ich eigentlich keine Videospiele? Okay, das ist natürlich eine Frage, die habe ich schon auf diversen Wegen beantwortet. Ich möchte das hier auch so kurz und knapp machen wie möglich. Ich glaube, dass das Thema Sammeln generell, egal ob jetzt Videospiele oder sonstiges, etwas ist, das man, weiß ich, das ist jetzt nur eine Vermutung. Es ist etwas, was man gewohnt ist oder etwas, was man aus der Kindheit, Vergangenheit kennt oder etwas, das ja einfach mit schon seiner Jugendzeit zusammenhängt. Denn ich glaube, dass da bei mir schon ein gewisser Baustein anders verlaufen ist als bei anderen, denn das klingt jetzt immer sehr traurig, das möchte ich aber auch gar nicht irgendwie jetzt irgendwie auf so eine emotionale Schiene jetzt heraussprechen, aber ich hatte halt eben nicht die Gelegenheit, mir viele OVP-Originalspiele aus dem Laden mitzunehmen. Weder meine Eltern noch irgendwo sonst hatte ich die Unterstützung, mir solche Spiele zu kaufen. Als Kind hatte ich Konsolen wie den Super Nintendo oder die PlayStation, aber originale Spiele sehr, sehr selten. Ich musste super hart sparen, um mir Spiele zu kaufen. Das kam mal vor, aber es ist so, so selten gewesen, dass meine Kind- und Jugendzeit eigentlich geprägt waren von gemoddeten Konsolen, von gecrackten Spielen auf dem PC oder gebrannten CDs, die ich irgendwie von Bekannten, Freunden oder sonst wo geschenkt oder ausgeliehen habe. Und dementsprechend ist das schon mal eine Sache. Das ist jetzt vielleicht nicht der Grund, ne? Man kann alles immer auf das wenige Geld schieben. Das ist eine einfache Ausrede. Doch nimmt das schon sehr, sehr viel mit, weil ich nie so diese Liebe, ich habe jetzt so zufälligerweise hier gerade Pandora's Tower, zu Retail-Spielen aufgebaut habe, also sie zu Hause zu besitzen, dieses ganze romantische Gefühl, die Spiele aus dem Kaufhaus mitzunehmen, zu Hause anzumachen, das Manual zu lesen, das habe ich auch, das gefällt mir auch, das ist auch etwas, das ich liebe, aber ich muss leider sagen, so viele Möglichkeiten hatte ich nicht. Und damals hatte ich ein ganz klares Mindset. Das hat sich jetzt doch durchaus geändert. Aber mir war scheißegal, wie ich an die Spiele komme. Hauptsache, ich kann die Spiele spielen. Mir waren die Spiele und die Inhalte wichtig. Ob ich sie jetzt über gecrackte Wege oder Raubkopien oder sonstige Spiele, das war mir kackegal. Das ist leider traurig, aber so war das halt eben. Und letztendlich bin ich auch froh, dass ich trotzdem die Gelegenheit hatte, so vage, wie ich das jetzt ja auch noch ausdrücken kann, die Spiele wenigstens zu spielen. Und dementsprechend, ja, da konnte ich schon keine Sammlung aufbauen, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich das hier anspreche, sondern es ging schon generell darum, dass mir die Spiele wichtiger waren als der Besitz der Spiele.
Kann man das irgendwie so ein bisschen verstehen? Denn das hat sich bei mir richtig stark in mein Mindset eingebrannt, sodass ich auch später, wo ich dann schon selbst Geld verdient habe, nie so bereit war, ganz, ganz viel Geld für Videospiele zu bezahlen. Natürlich habe ich hinterhergehinkt, was so die aktuellsten Games angeht, aber so kam ich relativ gut durch. Und zudem muss man auch sagen, jedes Mal, wenn ich mir ein Spiel gekauft habe, habe ich die Spiele verkauft. Das habe ich ja sehr, sehr oft schon angesprochen, denn das ist dieser, wie ich es immer so schön nenne, der Cashflow, ne? Man kriegt Geld wieder durch den Verkauf von Spielen, kann sich neue Spiele kaufen und so hat sich das herausgearbeitet. Und dann gab es aber auch noch eine ganz wilde Zeit, da erinnere ich mich noch, vor ein paar Jahren war das, da gab es eine Seite im Internet, da konnte man Spiele tauschen. Und das war ziemlich geil, weil für jemanden wie mich, der Spiele, wie gesagt, nicht so als Schmuckstück in die Sammlung tut, sondern sie immer irgendwie gegen etwas Gegenwärtiges auch gerne eintauschen will, entweder gegen Geld oder Spiele, war das natürlich ein Paradies. Da konnte ich mir ganz viele Spiele auch wieder zulegen und die spielen. Und wie gesagt, ihr merkt schon, mir waren die Spiele wichtiger als die Hülle, die ich dann da hatte. Und das hat sich ganz, ganz lange so mitgetragen. Auch heute noch, muss ich zugeben, ist das bei mir eingebrannt. Ich kann irgendwie nicht über meine Haut mir für viel, viel Geld exotische Spiele zu kaufen. Auch wenn ich das gerne hätte, kann ich es nicht tun. Aber ich kann schon mal verraten, dass ich immer und immer neidisch war und mit einem neidischen Auge auf andere Sammler geblickt habe, die eine Riege an Spielen zu Hause hatten, die sie wunderschön präsentieren, in Vitrinen, die tolle Collections zusammenbauen. Ich bin sehr, sehr angetan davon. Egal, ob es jetzt von YouTubern ist, auch YouTube ist ein Thema. Da gibt es ganz viele Vertreter, die hauptsächlich fast nur Sammlungsvideos machen oder generell so das Thema Videospielsammlungen und Sammeln zu ihrem Zentrum machen. Der Raketenjansel, der Finchi, der Gute-Laune-Typ, der Dennis von den Game-Menschen, der Andy von Spielewelten, das sind alles Leute, die haben geile Spielesammlungen zu Hause und ich bin da neidisch. Ich bin neidisch, ich finde das geil, ich finde das toll, dass das so, wie ästhetisch das aussieht, wie viel Liebe dahinter steckt und ich habe das nie verstanden. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe das nie verstanden, dass man da so viel Geld reinsteckt und das hat sich bis vor ein paar Jahren gehalten. Also ich habe das nie richtig gefühlt, bis ich, ja, da muss ich es zugeben, die Milestone Collection ins Leben gerufen habe. So, und das ist jetzt, glaube ich, der größte U-Turn, den ich hinlegen kann. Denn vor zwei Jahren, 2019 muss das gewesen sein, da hatte ich dann so ein einschneidendes Erlebnis. Und das hat mich dazu bewegt, zu sagen, ich möchte doch ein paar Spiele in eine Sammlung aufnehmen, die mir sehr wichtig sind. Das nennt sich die Milestone Collection. Das Ganze habe ich als Videoreihe dokumentiert. Die findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Die habe ich allerdings eingestellt, weil das Interesse nicht so groß war. Aber um das mal kurz zu machen, es war ein Moment, wo ein Kumpel von mir zu Hause war und hat sich meine Spiele angeguckt und der hatte schon richtig Vorfreude drauf, weil ich bin ja so der Yeti-Nerd, so, ich bin total begeistert von Videospielen und ich hatte nur Crap-Games. Also alle Spiele, die ich hier hatte, waren Spiele, die keiner haben wollte, die keinen Wert mehr hatten oder die ich nicht mehr losgekriegt habe. Irgendwelche Bundles-Versionen oder Rezensionsmuster und so weiter und so fort. Und er guckt sich diese Sammlung an und findet das einfach nur scheiße. Also man hat wirklich seine Enttäuschung gesehen und das hat mich selber super enttäuscht, dass ich so eine heruntergekommene Crap-Sammlung habe, so der Müll, den keiner haben will. Und das hat mich dazu bewegt zu sagen, okay, das will ich nicht. Ich möchte irgendwie mag ich es auch, Spiele aus dem Regal zu nehmen und die mal anzugucken und so. Warum nur Crap Games? Also fange ich an, Spiele zu sammeln, die mir ganz, ganz viel bedeuten. Also habe ich die Milestone Collection ins Leben gerufen. Das heißt, ich habe mir eine Liste zusammengeschrieben von wirklich, ich glaube, das waren 40 herausragend tolle Spiele. Also Spiele, die meine Kindheit, meine Jugendzeit oder mein Erwachsenenleben geprägt haben, die mir ganz viel bedeuten. Und das sollte auch nur diese Liste sein. Es sollte keine weiteren Spiele geben, die auf diese Milestone Collection landen. So, und das ist dieses endliche Ziel, ne? Denn Sammeln ist ja auch endlos. Du kannst ja alles sammeln. Es kommen ja immer neue Spiele raus. Und ich wollte das nicht. Ich wollte eben nur eben diese Spiele haben. Und so habe ich angefangen, Spiele von dieser Liste abzuarbeiten. Ich habe mir ein Silent Hill 1 gekauft. Ich habe mir ein Resident Evil 4 gekauft. Ich habe mir diverse Games halt irgendwie zugelegt. Aber, und da habe ich schon
schnell gemerkt, gibt es ein paar Probleme. Punkt Nummer 1, das mache ich gleich mal an einem Spiel fest. Ich habe mir Spiele auch aufgrund der Kosten immer am kostengünstigsten gekauft. Ja, ich wollte nicht so viel Geld ausgeben. Und dementsprechend habe ich auch Spiele gekauft, die eigentlich auf anderen Konsolen oder Plattformen zu Hause sind, wo ich sie auch gespielt habe, habe sie aber dann auf anderen also andere Versionen gekauft, weil sie günstiger waren. Beispielsweise hier Tales of Symphonia, welches für mich ein absolutes GameCube-Spiel ist, aber habe ich für die PS3 geholt, weil es einfach günstiger ist so. Und natürlich ist das da. Ich habe das Spiel jetzt hier. Ich habe das sozusagen in meiner Collection aufgenommen. Aber irgendwie fühlt sich das anders an. Es fühlt sich nicht so richtig real an. Und davon habe ich ganz viele Beispiele. Ich könnte ganz viele Beispiele nennen. PC-Spiele, die keinen Wert mehr haben, weil man sie einfach nicht mehr spielen kann, habe ich mir für 3-4 Euro gekauft, weil ich sie dann eben hatte. Und so habe ich die Milestone Collection nacheinander abgearbeitet. Das finde ich jetzt allerdings nicht so schlimm. Schlimmer fand ich das beim Thema Spiele, die extrem teuer sind. Denn wie ich gerade schon erwähnt habe, ich habe nie so diesen den Willen gehabt, für viel, viel Geld Spiele zu kaufen. Und es gab auf dieser Liste Titel, wie zum Beispiel Street Fighter 2 für den Super Nintendo, wo ich gemerkt habe, verdammt, da müsste ich schon tief in die Tasche greifen. Das sind jetzt keine Spiele, die du jetzt für 5, 6, 10 Euro irgendwo von der Grabbelkiste nochmal mitnehmen kannst, sondern da musst du schon Sammlerwerte zahlen. Und gerade wenn du jetzt auch wie ich keinen Bock hast, irgendwelche Module zu Hause zu haben, sondern einfach schon gerne eine OVP, weil es einfach dann doch cooler aussieht, was auch ein Paradoxon ist, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, da muss ich halt doch nochmal ein bisschen mehr zahlen, will ich aber nicht. Und so habe ich angefangen, still und heimlich, so für mich persönlich, diese Spiele von dieser Liste zu streichen. Ja, da werde ich sowieso nicht dran kommen. So, ich habe zwar die Hoffnung gehabt, vielleicht wird es ja irgendwann mal günstiger, vielleicht gibt es ja mal ein Schnäppchenangebot, aber ich bin weder Experte, noch kenne ich mich in dieser Szene aus und habe dann sehr naiv gedacht und nee, es wird nicht günstiger, das Ganze vergessen. Es wird, wenn überhaupt, dann noch teurer. Also habe ich sie weggestrichen und dafür andere Spiele dann geholt, die mir dann irgendwie plötzlich eingefallen sind, die eigentlich nicht auf dieser Milestone Collection gelandet sind, die mir damals eingefallen sind, sondern Spiele, die so in der erweiterten Liste vielleicht so, ja, das war ganz geil, das war geil, das habe ich gespielt, aber dieser Brocken der ganz besonderen Spiele, das ist ein anderes Kaliber. Und dann habe ich so Spiele eben gekauft wie Theme Park. So, das, natürlich habe ich das geliebt und natürlich habe ich das gerne gespielt auf dem PC, aber das ist nicht die Milestone Collection. Trotzdem habe ich es gemacht. Und diese Milestone Collection hat dafür gesorgt, dass ich die Begeisterung empfunden habe fürs Gucken, fürs Untersuchen, für Schnapper, die man hier und da mal mitnehmen kann, für Spiele, die man im Sale oder irgendwie auf eBay oder auf Retroplays oder auf von Freunden irgendwie abkaufen konnte. Dann habe ich angefangen, dieses Gefühl zu bekommen, wie es dann ist, wenn du plötzlich mit einem alten PlayStation 1 Spiel nochmal konfrontiert wirst, das du vor 25 Jahren vielleicht mal gespielt hast, wo du das Packshot siehst und die Hülle und das Case, die CD aufmachst und dann dieses besondere Gefühl hast. Und dann kommt ja mein Sohn hinzu, der dann fragt, hey, was ist das für ein Spiel? Und dann sitzt du natürlich da und sagst, ich erzähle dir mal eine Geschichte, mein Kleiner. Und dann kommt noch hinzu, dass ich, wie gesagt, mit Videospielsammlung umgeben bin. Ich habe mit dem Raketenjansel und mit dem Andi von Spielewelten, habe ich jetzt einen Podcast zusammen und das sind Videospielsammler. Ich habe die Pickup-Videos, die mir ultra viel Spaß machen und die euch auch super gefallen. Und ich selber habe es ja auch erzählt, ich gucke selber gerne Pickup-Videos. Das alles hat einen Einfluss auf mich, sodass ich angefangen habe, das Sammeln zu genießen. Und was soll ich sagen? Ich habe vielleicht meine eigenen Prinzipien über Bord geworfen. Und Videospiele verkaufe ich übrigens immer noch. Ja, also das hat sich nicht geändert. Das ist aber jetzt schon eher so die aktuellen Titel, wo man noch vielleicht ein gutes Geld für kriegt. Da wäge ich einfach nach dem Spielen ab, ob mir das gut genug ist für die Sammlung. Ich würde auch sagen, meines Sammeln ist eher auch ein selektiertes Sammeln. Ja, die Milestone Collection, seien wir mal ehrlich, die hat sich stark erweitert und Spiele, die mir sehr viel bedeuten oder zu denen ich irgendeinen Bezug habe, die kaufe ich mir auch weiterhin, auch wenn es wenn es jetzt auch vielleicht nicht auf dieser A-Liste stand, aber ich würde schon sagen, dass ich ein selektierter Sammler bin, denn Sammeln, das kriege ich halt bei anderen YouTubern mit, die Sammlungsvideos machen oder ihre Sammlungen präsentieren, das ist einfach nur Sammeln des Sammelns willen und da gibt es ja eine ganze Szene, das fühle ich noch nicht, ich brauche jetzt, oder das fühle ich nicht, das hat auch nichts mit noch zu tun, das ist einfach für mich so eine
Ja, da werden auch die größten Crap-Spiele gekauft, nur weil ihre Seltenheitswert so groß ist. Das ist so ein Sammeln, das fühle ich nicht, aber zumindest Spiele zu Hause haben, die man auch irgendwie, wo man Gefallen dran findet. Also das, der Content, der Inhalt der Spiele sollte noch stimmen, statt jetzt ihr Umfeld. Ne? Also ihr merkt, glaube ich, selber, für mich ist es gerade auch nicht so einfach, das so ein bisschen zu strukturieren. Ich würde sagen, ich bin ein selektierter Sammler und das Sammeln und von Videospielen, auch wenn es alte Sachen sind, das ist quasi wie wenn ich jetzt meine Kindheit wieder zurückhole und meine Jugendzeit. Spiele, die mir was bedeutet haben, die ich in Erinnerung trage, über die ich spreche, auch in verschiedenen Formaten auf YouTube, sie nochmal in physischer Form zu Hause zu haben, das ist etwas, das mir gerade ganz, ganz viel Freude bereitet. Dass ich sie präsentieren kann, dass ich sie meinen Kindern zeigen kann, dass ich sie auf YouTube besprechen kann, das ist irgendwie ganz, ganz toll, aber es sollte nicht überhand nehmen. Ich sollte nicht irgendwelche Spiele kaufen, nur weil sie gerade günstig sind oder weil sie gerade, weil ich jetzt der Meinung bin, ich müsste irgendwie ein Franchise completen und sowas. Das habe ich nämlich auch schon überlegt, ne, dass ich auch Spiele kaufe, obwohl sie mir gar nicht gefallen, aber weil sie zu einem Franchise gehören. Bei Resident Evil ist das gerade so ein Thema, dass ich sie mir auch besorge. Ich muss mich da teilweise selber zügeln. Aber ich muss gestehen, um das jetzt hier zum Abschluss zu bringen, das Sammeln von Videospielen oder das Kaufen von Erinnerungen, das macht schon was mit mir. Das triggert mich in irgendeiner Art und Weise und das gefällt mir. Das gefällt mir sehr und auch wenn das vielleicht im Thema des Konsumverhaltens von Erwachsenen vielleicht kompletter Bullshit ist, was wir machen und das alles nur First World Problems ist, gibt es mir etwas sehr Beruhigendes, etwas Tolles, ein Rückzugsort auch in Form von einer Wand von Spielen. Hier habe ich hier gerade meine gesamte Kindheit gerade so hinten und das ist etwas, das mir doch sehr, sehr wichtig geworden ist. Seid ihr Sammler? Wie geht ihr mit dem Thema um? Habt ihr da überhaupt keine Gefühle dran? Über digitale Spiele habe ich ja noch gar nicht geredet und ja, wie schaut es da bei euch aus? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. In diesem Sinne bin ich jetzt hier raus. Ich habe schon langsam eine verschnupfte Nase. Entschuldigung. Ich guck jetzt mal weiter auf RetroPlays, ob ich mir nicht ein Spiel abgreifen kann. Nein, um Gottes Willen. In dem Sinne, ich bin jetzt hier raus. Ich verabschiede mich. Macht's gut und tschüss.